Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. So, schauen wir uns doch mal die nächste Mission an. Und zwar laut und deutlich. Das rote Sternarray in Prypjat reagiert auf Fernhardware-Protokolle und scheint für eine manuelle Reaktivierung bereit zu sein. Unglücklicherweise ist es von einem Bereich mit vielen großen stationären Wärmesignaturen umgeben. Die UNX kann nicht feststellen, womit wir es zu tun haben. Aber gehen Sie davon aus, dass sie feindlich sind und beseitigt werden sollten, um die Mission nicht zu gefährden. Hey, hey, hey! Veteran, Experte. Naja, dann probiere ich halt mal den Expertenmodus aus. Ah. Oh je, oh je. Das kann ja was werden. So. Dim, 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 dim. Ah, meine Batterie ist leer. Yes, super. Super duper. Wow. Achso, ach, das war der Boomerang. Ich hab gewundert, was kommt denn da jetzt raus? Wasser. Ew. Stirb. Meine Fresse. Geht ihr schon mal rund hier? Den Nach. Wo finden? Was? Irgendwas soll ich finden. Na, wo bin ich denn? Super Trooper, everybody. Oh, wo bin ich? Schüssel enden, Digga. Ah ja, bisher geht es ja sogar eigentlich noch einigermaßen. Was ist das? Maui! Boomerang. Gefällt mir irgendwie. Metal, Metal. Stimmt. Mann. Kiste! Ich will die Kiste! Oh Mann. Ah, nicht.
Mann, ich komme nicht an die Kiste. Ja, doch, da. So. Oh, diese Bumerang beim Dorfer. Laufen. Baby. Macht Spaß, die Mission. Ist echt lustig. Bam. Mann, wir rocken das hier ja richtig. Kommt her, kleine Mäuschen. Ja, wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Scheiß Springer. Wow. Rausgesprungen. Kiste. Ich darf die Kiste nicht vergessen. Tut mir leid. Oh Mann, nur du und ich. Bis in die Ewigkeit.
Nein. So. Heilung. Sehr schön. So, wenn nachher schon mal Kiste einsammeln. Und hier ist was. Und da ist noch was. Keep it simple. Stick the bomb to the targets, stand back and detonate. Komme ich ein bisschen wieder raus? Ich hätte meine Artillerieschlag machen können. So. Alter. Komm schon, komm schon. Yeah.
Boah. Artillerieschlag ist echt geil. Zack. Oh Mann, voll mein Gesicht. Uns. Verdammt, keine Muni mehr. Schon wieder. Nee. Ups. Ich bin schon zu blöd, um die Mauer zu springen, ich glaub's ja nicht. Woo.
Nur du und ich, bis in die Ewigkeit. Ja. Wir haben ihn erledigt. Nein! Hä? Ich habe meine Fähigkeit aktiviert. Mann. Also ich glaube, die level ich nicht weiter, die sind irgendwie kacke. Oh, ich sollte mal vielleicht meine Tarnung benutzen, wenn ich in Gefahr bin. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Nein, 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 nein! Halt, ich komme! Bruder, warte auf mich. Alles. Okay, so Nummer 1, brauchen wir nur noch einen. Halt! Mach doch nicht. Wow! Wow! Voll ins Gesicht, ich glaub's ja nicht. Hä, wie kommen wir denn da rein? Aha. Hä? Okay.
Nein. Wo läufst denn du hin? Platz schaffen. Komm schon, ich mach. Was? Töte die unreifen Goliaths. Okay, zerstöre den letzten Inkubator. Na dann. Die Nummer 1. Ja, ganz am Ende der Welt. Was? Zum Evakuierungspunkt gegeben. Aha. Komm her! Yes. Ah, und die Mission erledigt. Aber wie souverän. Naja, bis auf das wir das erste Mal gestorben sind. Aber sonst war es ganz gut eigentlich. Oder? Schauen wir mal, was wir Schönes alles bekommen haben. Well done, Captain. The Red Star Array is up and running. We pinpointed the source of the encoded signal to a location deep within the jungles of South America. Red Star. Truppanführer, den Druck auf. Nein! Wieso? Ach man. Na ja, gut. Gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Ausrüstung. Oh, ganz viele Waffen. Geil. Zack. Zack. Boah, die kann ich verbinden. Besser. Aha. Was brauche ich dafür? Ja, mach ich mal einen Schaden. Yeah. Na, lassen wir es jetzt mal so. Rubin. Sekundärwaffe. Ja.
Was? Raketenwerfer, ein Treibhaar Raketenwerfer mit Magazin. Boah, noch ein Raketenwerfer und noch ein. Oh, halt. Ausstattung. Fernsehgranatwerk. So, jetzt probiere ich mal die neue. Zack. So, passive Fähigkeiten. Normale Angriffe, Wirkungsbereich und Entzug. Kein Schaden nehmen, regeneriert sich ja Gesundheit. Aha. Das damit. Ach, verdammt. Erhöhte Radius. Oder Winkelvergrößerung. Erhöht den Winkel des Pauschlagwirkungsbereichs. Ja, machen wir so. Das finde ich gut. So, Bestiarium haben wir wieder. Unreife Goliath, wachsende Besorgnis. Goliaths benötigen mehrere Wochen in einem Brutkasten mit beschleunigem Wachstum, um ihre volle Größe zu erreichen. Manchmal jedoch werden sie wegen Unfällen oder Kampfsituationen vor dem Auswachsen in Dienst gestellt. Dennoch sind sie selbst in diesem Stadium tödliche Gegner. Ein Schlag auf den Boden, der die Feinde in der Umgebung schädigt. Geil. Ja, gut. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alien Nation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein.